Ich begrüße euch in der Folge New Super Mario Bros. Wii. Wir sind hier mitten im, im zweiten Turm. Wow, bin ich gut. Das fängt super an. Wir sind hier. Mann, es ist wieder typisch. Ich starte den Part und direkt erstmal ein geiler Fail. Ich wollte schön hier bei der ersten Starcoin starten, dass wir gemeinsam nach der zweiten starten, suchen können. Aber gut, anhalt nicht. Wenn ich zu blöd für das Spiel bin, anhalt nicht, meine Güte. Das war mein zweiter, was mein zweiter Tod? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt wieder ein bisschen länger nicht aufgenommen. Ich nehme das LP ja noch ziemlich weit im Voraus auf, bevor das kommt. Das heißt ziemlich weit. Es startet demnächst, deswegen will ich ein bisschen, ja, Vorrat noch mehr schaffen, bis es halt wirklich startet. Ich sag's mal so, meine... echt heute dumm. Meine Abi-Prüfungen sind jetzt vorbei, also meine mündliche Prüfung ist halt vorbei. Am 23. März, nicht März, Mai. Dann wisst ihr jetzt, wann ich das hier aufnehme und könnt euch ungefähr ein Bild machen. Das hier soll jedenfalls starten, wenn ich mit dem wundervollen SMB... Oh Mann! 3 Mix durch bin und mit Super Mario 64 Arena of Time. Und dann kommt das hier als neues Mario LP. Und ja, das wollte ich nochmal so anmerken. Jetzt, ich meine, ihr... Wow, die war wirklich da. Oh mein Gott, ist die lame versteckt. Aber okay, dass ich die nicht gefunden habe. Egal. Jedenfalls... oh Gott! Ihr seht ja jetzt schon, dass das LP nach den beiden Let's Plays quasi... Oder Live-Let's Plays kommt im Falle von SM... B3... Mix. Oh, ich wollte. Egal. Egal, was ich wollte. Ja, genau. Ihr seht ja schon, dass das LP danach startet. Und als nächstes. Oh Gott. Mario Let's Play. Ich weiß ja nicht genau, was es wird. Ich bin mir nicht sicher, worauf ich mehr Lust habe. Entweder will ich Mario Sunshine spielen, weil ich es euch schon seit SM64 versprochen habe und seitdem nichts mehr kam. Oder Mario Galaxy! Oh Gott. Ich persönlich habe mehr Lust auf Galaxy, weil es mein Lieblings-3D-Mario eben ist. Aber, wie gesagt, Sunshine steht schon ewig in der Projektliste quasi. Deswegen könnt ihr gerne entscheiden, was ihr als nächstes sehen wollt. Das will ich jetzt hier schon mal so ansprechen im Voraus quasi. Dass ihr euch schon mal in den Kommentaren äußern könnt, dass ich das halt weiß, was ihr lieber sehen wollt. Wie gesagt, ich nehme ja Lust auf Galaxy, aber wenn ihr lieber Sunshine sehen wollt, dann bringen wir lieber Sunshine. Ich will ja auch irgendwie meiner Community gerecht sein. Und wie gesagt, auf Sunshine habe ich eigentlich auch Lust, aber das Ding an Sunshine ist halt, dass ich nicht unbedingt gut darin bin und dass ich absolut keine Ahnung habe, wo die ganzen blauen Münzen und sowas sind. Ich bin auch nicht der allergrößte Sunshine-Fan, muss ich dazu sagen. Es ist ein ganz gutes Spiel, aber halt nicht so gut wie die anderen 3D-Marios, finde ich. Tötet mich ruhig für diese Aussage, ist mir egal. Weil viele Leute haben ja Sunshine so als Kindheitsspiel und deswegen lieben sie es so sehr und ach, alles wundervoll. Ja, genau, so. Deswegen sagt mir gern, was ihr lieber sehen wollt von den beiden Spielen und dann, oh, jetzt kommt dieses Level. Das habe ich nämlich schon gedacht, dass das viel früher kommt eigentlich. Dann können wir uns auf eins von beiden quasi einigen. Ich mache das, worauf ihr mehr Lust habt. Wie gesagt, wenn ihr mehr Lust auf Sunshine habt, dann bringe ich halt Sunshine. Aber wie gesagt, dann erwartet nicht, dass ich es wirklich zu 100% abschließe. Das weiß ich nämlich noch nicht, weil damals SM64 habe ich gesagt, das weiß ich noch, dass ich Sunshine wahrscheinlich eher nicht zu 100% abschließe. Was bringt mir dieser Bereich hier? Aber, ihr könnt mir gerne sagen, also wenn ihr mir zum Beispiel helft bei 100% und mir Tipps gebt, wo die ganzen Münzen und sowas sind, okay, es war auch gar kein so großer Weg, die blauen Münzen meine ich halt, dann würde ich auch zu 100%, oh Gott, Hilfe, zu 100% spielen, aber dann müsste ich halt wirklich auf eure Hilfe zählen können quasi. Weil ich das eben nicht wirklich weiß, wo das ist. Oh. Das ist böse versteckt, finde ich. Das sieht man kaum. Das war jetzt nur reine Intuition, hochzukommen. Ich meine, es ist halt eine höhere Stelle, da könnte was sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, springe ich da mal ein bisschen rum und dann war wirklich was da. Alles klar. Sehr schön.
Okay. Das ist ja so eine Stelle, super. Gar nicht nervig. So. Oh, please. Ich hasse das. Sowas, wenn man hier nicht lang gehen will, kann man mal will quasi. Aber okay. Oh, Mann. Sag mir, ich kann hier hoch. Ja, sehr schön. Ist drüber noch was dann? Natürlich ist da drüber noch was. Aber okay, ich komme trotzdem durch. Solche Bereiche sind nervig, aber okay. So. Ah, oh Gott, ich dachte, ich bin in den Tod gefallen, aber nee, alles ist gut. So halbwegs zumindest. Ich mag das Level nicht ganz. Also nicht wirklich. Es ist zwar irgendwie cool, aber vor allem von der Idee halt her, dass jetzt ein Landsturm herrscht. Aber es ist halt auch deswegen. Nein! Anstrengend. Ich wollte in die Röhre rein. Oh, gucken, ob ich da rein kann. Nein, kann ich nicht. Alles klar. So, was haben wir hier oben? Oh, nein. Komm her. Nein! Hör auf! So, sehr schön. Ist da was drin? Kann ich das irgendwie nehmen? Ha, sehr schön. Getötet. Ich. Mörder! Oh Gott. Ah, ich hasse Sandstürme. Also auch im Real Life und so. Ich meine, ist ja alltäglich, dass da Sandstürme rumgurken. Überall bei uns in der Region. Ich gehe erstmal kurz zum Mittelpunkt hier, dass ich abgesaved bin, weil ich vermute, dass das hier noch was ist, aber ich weiß es halt nicht. Oh nein, okay, meinetwegen. Okay. Wir haben eine Stalker und ich glaube, das hat das eine Richtigkeit. Ich glaube bisher. Oh Gott, bist du jetzt Wahnsinns? Bisher kam noch nichts weiter. Das war gut. So. Hier geht's bestimmt rein, weil ansonsten wäre die Röhre nicht so böse. Und unten platziert. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ist hier ein P-Switch oder so? Scheinbar kann man die nur mit Propeller Mario bekommen. Wenn man es kann. Nein! Ich bin so blöd! Ja, da müsste man das Spiel doch irgendwie ein bisschen drauf haben. Okay, so langsam fangen die Fails an. Ich glaube, ich bin schon mal gestorben. Kann das eigentlich sein? So langsam fangen die Fails an. Traurig, traurig. Ja, das war jetzt irgendwie komplett dumm. Die ist eigentlich einfach. Die kann man hinkriegen, wenn man nicht komplett hohl im Kopf ist. Sage ich mal. Da ist der Weg hier runter eher das Schwere. Aber okay. So, einfach hier quasi runter und holen und hier hoch. Ganz einfach. Das habe ich mal viel schwerer gemacht, als es eigentlich ist, weil ich erst von hier drüben gekommen bin. Und ein bisschen doof gesprungen bin. Aber egal. Egal, wir haben es geschafft. Gut ist. Und dann müssen wir jetzt nicht länger drüber reden. So. Diesen ganzen Sandsturm und sowas in der Richtung gab es ja, glaube ich, schon in Lost Levels, oder? Kann das sein? Da gab es auf jeden Fall auch irgendwas in der Richtung Wind. Das war vielleicht nicht unbedingt ein Sandsturm, aber es war Wind. Soweit ich weiß. Ach, ich kann auch bei der Leiter runter, oder? Ja, sehr gut, okay. Ich habe Lost Levels nie. Hallo? Das war jetzt doof. Ich wusste halt nicht, dass. Och, Mann, egal. Toll, die bekomme ich aber auch nur mit einem Propeller-Pit. Ich will die nicht alle verbrauchen, aber ich muss. Oder hätte ich einen normalen Pilz nehmen können, zurücklaufen können, mit einem Propeller-Pilz holen können? Ich weiß das gerade gar nicht. Och, Mann. Ah, ja, das war jetzt. Der Sandsturm stresst mich einfach. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Mit so Wind, der mich nervt. Aber ich glaube, in Lost Levels gab es auch schon Wind damals. Und das war halt auch damals schon mega nervig. Das war knapp. Aber ist ja okay. Wir haben voll viel Leben. Wir haben noch ein paar Power-Ups. Wir haben schon ein paar Pilzhäuser ziemlich gut abgegrast. So, jetzt warte ich hier ganz normal. Und dann gucken wir mal, dass wir die hier bekommen. Ja, so halt nicht. Da muss man schon ein bisschen eher timen. Ich weiß nicht mehr, ob die von der Richtung hier so klug zu holen ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht von einer anderen besser geht. Ich weiß es nicht. Was bist du jetzt? Wann denn, Mario? Ich will nicht nach oben. Das ist so das Ding. Das kommt, wenn man die Wii-Verdierung spielt. Deswegen hasse ich Bewegungssteuerung. So. Okay, alles gut. Wir haben sie. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, alles klar. Wir haben hier 3 Star-Coins. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch zum Ziel kommen und alles ist super.
Das wäre ganz praktisch. Da oben ist eine Röhre irgendwie. Kann man da rüberfliegen vielleicht? Oder kommt man von da... Nee, guck mal, man kann da reinfliegen mit dem Ding. Mit Hilfe seines Stoms, der ist ein Secret Exit, oder? Ich wusste es. Ich wusste, den Level gab es nicht. Ich war mir auch nicht mal sicher, deswegen habe ich es nicht ausgesprochen. Aber hier gibt es einen. Sehr gut. Direkt gefunden. Der ist aber ziemlich cool versteckt gewesen, finde ich. This way! Mit Hilfe des Windes da hochkommen. Das ist ganz cool. Das gefällt mir. Ja, das kann man. Okay, ich wollte gerade sagen, das kann man an der Karte sehen, weil er zwei Wege sind, aber nee. Nicht wirklich. Ah, da führt direkt zum Ziel, okay. Also zum Schloss meine ich, nicht zum Ziel. Okay, wir können mal kurz in die Röhre reingucken. Ich weiß nicht, vielleicht muss man die betreten für die 100%, keine Ahnung. Aber wir gehen jetzt halt logischerweise nicht ins Schloss. Denn das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Wir wollen ja noch natürlich das Level zu Ende bringen. Aber ich mag das nicht, wenn so Secret Exits direkt zum Ende des Levels versteckt sind. Ich meine, wir sind mal fast durch. So, jetzt muss ich auch nicht mehr so akribisch die Augen offen halten wegen Star Coins und so. Deswegen kann ich ein bisschen schneller durchmachen. Wenn ich mich nicht treffen lasse. Ups, ich wollte gar nicht rein. Ich wollte nur auf die Röhre kurz landen. Aber kann ich wieder raus oder muss ich... Okay, ich muss zur anderen Seite, alles klar. Ach, Mann, ey. Was bringt dieser Abschnitt hier eigentlich? Außer, dass man Münzen sammeln kann. Das ist einfach doof, aber okay. Ich wollte hier so cool hochfliegen, aber das hat jetzt nicht ganz geklappt. So. Das war ganz cool. Oh Gott, Hilfe. Ah, oh nein! Ist noch einer drin, oder? Bestimmt. Komm, natürlich nicht. Ist ja typisch. Ah, ich bin so doof für das Spiel. Egal. Nein! Ich wollte hier drüber werfen, um die zu treffen. Naja, was soll's. Ist hier einer drin gewesen? Ja, guck mal. Der hätte hier hinlaufen können, dann zurück zur Röhre gehen können. Das wäre... viel... Nein! Als ob! Sinnvoller gewesen. Gott, dieser scheiß Wind, ich hasse ihn. Aber jetzt brauche ich auch keinen Power-Up mehr, ganz ehrlich. Jetzt muss ich ja nicht mal damit hoch irgendwie. Ach, so ein Schwachsinn. Aber jetzt kann ich nochmal das Fass benutzen, um euch zu töten. Ha. Triple Kill. Könntest du bitte den Block öffnen, Mario? Und könntest du dich bitte nicht dumm anstellen? Guck mal, das war gerade ein Skill-Move, von dem Wind da hochgekommen. Oh Mann, ey. Ist hier was drin? Nee, schade. So ein Propellerpilz wäre halt schon noch ganz geil. Da muss man eine sichere Stelle hier haben. Bei den Steinen irgendwie. Das wäre halt ganz cool irgendwie. Oh, hier kann man bestimmt ein Leben bekommen, oder? Ich meinte eigentlich mit den Fässern, aber okay. da war ich jetzt halt schon drinne. In der Kette quasi. Okay, da kommt man scheinbar nicht so. Doch. Einfach. Oh, hier ist nichts mehr. Okay, alles klar. Ist hier noch was drin oder so? Ah, guck, wir haben so ein extra Leben bekommen. Sehr schön. Ach, Mann, ey. Gut. Weiter geht's. Na, kein Dings. Schade. Marmelade. Egal. Wundervoll, das war ein schöner Level eigentlich. Auch wenn ich ihn nicht so sehr mag, weil er anstrengend ist, aber ich macht Spaß auf jeden Fall. Macht Spaß. Gut, welchen gönnen wir uns als nächstes? Den Pilzlevel oder. Ich glaube, ich weiß, welches beide Level sind. Ich gehe erstmal in den. Ich vermute. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das mit der Wüstenwelt aus NSMBU verwechsle. Oder ob das hier. Okay, ja, okay. Ich hab's verwechselt. Alles klar. Den Level kenne ich gerade nicht so vom ersten Blick her. Ist hier was? Ne, okay, die Münzen zeigen nicht in den Treibsand rein. Falls mir irgendwas fehlen sollte, weiß ich, dass es da sein könnte. Aber ansonsten, keine Ahnung, hier könnte halt irgendwas sein. Aschi, okay. Mit dir kann ich ja bestimmt hoch. Lass mal die Gefahr hier ausmerzen. Keine Ahnung, vielleicht wenn man am Anfang abspringt. Ne, da ist nix. Wieso auch immer. Oh Gott, ist dann die Münzen so Sinn?
Komm, wir fressen die mal kurz. Das ist ja ganz cool. Wenn man seinen Kopf frisst, dann ja, kann man ihn direkt quasi fressen. Ist jetzt Tierwasser? Da zeigen auch Münzen rein. Ich bin mir nicht sicher. Aber da oben ist ganz eindeutig was. Und wenn es ein Akito-Level gibt, dann ist da eigentlich auch immer irgendwas, wo man... Ah! Nein, was tue ich? Lakitu für benutzen muss. Kannst du eigentlich auf den Stachy stehen? Ist hier was drin, ne? Das wäre gerade voll praktisch. Nein! Nein! Ich spring euch hier ab und Yoshi, was ist los mit dir? Ich wollte halt auf Lakitu drauf, damit ich seine Wolke mir klauen kann. Egal. Ich finde aber Lakitu in dem Spiel nicht so... Gefährlich! Fuck, was tue ich? Wie in den alten Mario-Spielen. Und schon bringt er mich um. Also in SMB 1 und SMB 3 ist er halt sehr anstrengend. In SMB, ja, da hat immer so ein bestimmtes Ding. Da habe ich schon mal mit Benny drüber geredet. Was er macht. Aber er ist auch nicht so anstrengend. Und ja, hier in den neueren Mario-Spielen ist er eigentlich relativ vorhersehbar und. Deswegen... Oh Gott! Hilfe! Oh Gott! Deswegen geht er voll klar. Zu spielen. Ich will gerade mal was... Versuchen wir mal... Hier so... Nee. Hm. Keine Ahnung. Und dann versuche ich mal, den Lakitu eventuell zu fressen. Ha! Erstmal gehörst du mir und dann gucken wir mit dir, ob wir hier irgendwo was finden können im Himmel. Da ist eigentlich... Okay, die Wolke, die spawnen schon, alles klar. Dann ist da bestimmt im hinteren Bereich irgendwo was. Das kann ich mir das vorstellen. Dann die spawnt ja aber in dem Spiel hier ziemlich... Yoshi! Schnell! Nein, ich versinken! Mein Dino-Freund, ich... Nein! Er ist tot! Ich bin getötet! Scheiße. Ich bin echt nicht so freundlich zu Yoshis in dem Spiel. Hallo, Mittelflagge. Du bist ziemlich praktisch gerade. Mit dir will ich arbeiten. Ich bin so bescheuert in dem Spiel. Was ist denn los? Also heute spiele ich echt nicht wirklich gut. Okay, hier hätte ich ihn gerade relativ gut bekommen können. Schade. Komm mal her. Okay, hier treffe ich ihn nicht ganz. Da oben ist 100 Pro was. Das sieht man, weil da Wolken sind. Da ist aber bestimmt was. Wäre seltsam, wenn nicht, ganz ehrlich. Da muss ich ihn von hier bekommen. Mann, ich bekomme ihn aber nicht. Oh Gott, was geht jetzt hier ab? Yoshi, I need your help. Das war mal ganz geschickt hier. Ein bisschen durch den Treibsand durch, würde ich sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben irgendwas ist. Ich würde den Level aber echt ganz gerne mal mit Yoshi machen. Damit ich wieder rauskommen. Hier am besten. Oh Gott! Hinten ist schon das Ziel. Okay, ich habe 2 Star Coins verpasst. Okay. Ich weiß nicht, wie lange der Part schon ist. Moment. Ich habe ja hier eine wundervolle Stoppuhr. Okay, der Part sollte eigentlich schon relativ lang sein. So, ich bin jetzt auf der Suche nach der Starcoin noch ein paar Mal gestorben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier unten sein muss. Denn das da sieht sehr danach aus. Ja, guck mal. Und zeigen sogar die Münzen, dass das ist. Die Brennerpflanze hat das so ein bisschen bewacht. Und okay, alles klar. Das ist alles ziemlich eindeutig. Das hätte ich sehen können. Habe ich leider nicht. Nein, Yoshi, bleib hier. Okay, er ist da gefangen. Hätte ich sehen können. Aber habe ich nicht. Jetzt erst offscreen beim Suchen. Sehr schön. Gut. Zweiter Starcoin wäre gefunden. Jetzt bleibt halt nur noch die dritte. Und ich habe immer noch keinen Plan, wo sie ist.
Aber es, die muss eigentlich dort hinten in dem einen Lakitu-Bereich sein. Da bin ich mir zu 90% sicher. Erstmal die Fahne aktivieren. Übrigens, man kann übrigens auch mit Yoshi auf den Kanafahnen und noch auf den Schlachis drauf springen. Wäre das ganz nett, würde ich sagen. So, die muss jetzt eigentlich hier hinter irgendwo kommen. Eigentlich. So. Wenn Lakitu mal... Nein! Okay, Yoshi, ist mir jetzt egal. Ich will Wolke haben. So, hier muss das irgendwo sein. Hier bei den Münzen irgendwo. Die Frage ist halt, wo? Toll, jetzt. Ist Yoshi weg? Und ich hab... Oh. Nenn Yoshi. Hier ist Yoshi. Nein! Weg und ich hab Lakitu nicht mehr, würde ich sagen. So, komm mal her. Ja, mit Yoshi kann man ja ganz einfach fressen. Ja, er muss halt eigentlich irgendwo hier jetzt sein. Ich fliege ein bisschen weiter. Ich habe mich jetzt... Also ich wollte gerade sagen, ich habe mich halt jetzt nur in dem Bereich umgeguckt, wo die Münzen waren. Und die war einfach... Oh, wie einfach die versteckt war. Und ich bin da bestimmt 500 Mal vorbeigeflogen oder so. Och, Mann, ey. Okay, alles klar. Wir haben sie jedenfalls gefunden. Das ist auch ganz schön. Und damit können wir jetzt den Part auch beenden. Und ich kann jetzt ruhig schlafen. Wir sehen uns, ciao. Euer V-Road, tschüss.